Hallo, Wien oder der Rest von euch noch da ist. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Schön, dass ihr alle noch hier steht. Egal was passiert, wir werden auch nächste Woche, übernächste Woche und überübernächste Woche noch immer hier stehen. Dankeschön. Danke, du auch. Wunderschön. Wir improvisieren ein bisschen und ich mache jetzt einfach noch einen letzten Song für uns alle, weil er mir einfach noch am Herzen liegt und der heißt Die Welt von Morgen. Und da geht es darum, dass ich euch zeige, wie diese Welt von morgen aussieht, wenn wir nicht alle etwas verändern. Ja. Vielleicht machen wir den Beat ein bisschen lauter und die Stimme ein bisschen leiser. Könnt ihr mich alle gut verstehen? Ja. Geht's euch gut? Ja. Wunderschön. Jetzt geht's los. Die Welt wird morgen, wie wir sie heute hinterlassen. Wo Flüsse nicht mehr fließen und Bäume nicht mehr wachsen, wenn Böden aussterben. Wir töten die Erde, roten Urwald, schütten Gift und Öl in die Meere. Sag mir, wie soll es enden, wenn es nicht jetzt stoppt? Versteht es, für den Planeten gibt es keinen Reset-Knopf. Doch wir müssen mit den Folgen nicht umgehen. Nach uns die Sintflut ist das Motto des Systems. Und wir folgen einem Weg, der mit Kriegen planiert ist. Unsere Schritte sind vieles, doch sicher irreversibel. Und viele interessiert's nicht. Weil wir die Gier, die Maxime in diesem mieseren Spiel ist. Was wollen wir bloß unseren Kindern erzählen? Wenn sie vor uns stehen und uns fragen, warum habt ihr es nicht gesehen? Was passiert auf dem Planeten? Für euch geht's um Gewinne und Erträge, doch für sie um ihre Leben. Habt ihr Feuerzeuge? Wir brauchen alle Feuerzeuge. Wunderschön. Die Welt von morgen ist, was wir heute hinterlassen. Wo Zäune stetig wachsen, Träume hier zerplatzen. Wir hinterlassen Kriegsschauplätze, die wir als Fußabdruck in den Sand der Geschichte setzen. Hört ihr die Kinder sprechen? Sag mir warum. Schau ihnen tief in die Augen und verrat ihnen den Grund, warum wir sahen, aber stumm zugesehen haben. Weil wir dachten, irgendwer wird's tun, doch es kam niemals jemand. Ich frag mich, wann wir kapieren. Kinder handeln, wie wir handeln, denn sie handeln wie wir. Und weil wir handeln, wie wir handeln, ist der Wandel nicht hier. Doch wir zeigen ihnen eine Welt von Hass, inspiriert, denn ihr rettet weiter Banken, statt Menschen auf den Straßen zu denken, man kann helfen, sein verschwendete Gedanken, das ist letztlich, was wir pflanzen, in denen, die uns folgen, sind geprägt von was wir taten, nicht von dem, was wir wollten. Alle, den Peacewing oder den Feuerzeuge. Wunderschön. Die Welt von morgen ist unser Erbe, das wir hinterließen. Geprägt von Folgen unserer Taten, die für immer blieben. Die Geschichte wird geschrieben, auch ganz ohne dich. Du kannst die Schuld von dir schieben, die Verantwortung nicht, weil auch nichts tun Folgen hat. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann seht euch die Welt von morgen an. Morgen an, morgen an. Pass auf, ich zeige euch die Welt von morgen. Es spricht das Kind von morgen. Mama, Papa, erzählt mir von damals, als die Luft noch frisch und der Regen nicht verstrahlt war. Denn mir erzählten meine Freundinnen, dass das Essen damals einfach von den Bäumen hing. Stimmt es wirklich, dass es früher eine Zeit gab, in der man draußen spielen konnte, in der man frei war? Ich wär wirklich auch mal gern da, wo ihr wart. Ich schenke euch meine Tagesration, weil ich euch lieb hab. Dankeschön, Wien, ihr wart wundervoll.
Thank you.